So, hallo. Jetzt gibt es wahrscheinlich etwas Verwunderung. Hier ist jetzt kein Let's Play, sondern ein Let's Test. Ich hatte jetzt schon über 100 Videos, alles Let's Play, und dann dachte ich, es ist vielleicht mal an der Zeit, ein Let's Test zu machen. Und das ist jetzt das erste. Soll das hier jetzt sein? Der Trailer für Arctycon Version 1.0 sieht man unten links in der Ecke. Das ist in Wirklichkeit der Campingplatz-Simulator, beziehungsweise es ist eigentlich Wohnwagen, Tykon, Tralala, Tycon, irgendwas. Aber es ist wieder neu rausgebracht worden als Wohnwagen oder als Campingplatz-Simulator, so rum. Und diese Aufnahme nutze ich als kleine Testaufnahme, gleichzeitig neben Let's Test von dem Spiel auch noch ein Let's Test für mich, und zwar für... genau, ich habe mir nämlich, kennen sicher alle Android-Nutzer und wahrscheinlich auch viele iPhone-Nutzer, das Instant Buttons habe ich mir mal hier gerade auf meinen Schreibtisch gelegt quasi und mit ans Mischpult angeschlossen. Das heißt, das kann ich jetzt hier alles direkt mit aufnehmen und dann... Doch, das kann ich, und dann, das hatte ich eigentlich für Minecraft geplant, aber hier kann ich das jetzt mal ein bisschen ausprobieren, ab und zu mal so ein Ding laufen lassen oder so mal schauen. Das hier ist auf jeden Fall das absolute Trash-Spiel, das ist, ja, unterste Schublade. Ich habe das mal angespielt vor ein paar Wochen. Und das ist grauenhaft, allein schon die Grafik. Hier ist alles auf High, ne? Keine Sorge, auf High, 1024 ist das Größte, was man kriegt. Das heißt, ich glaube, es wird jetzt ein quadratisches Bild aufgenommen, aber ich weiß es nicht genau. Also, da lasse ich mich noch überraschen. Und da kommt ein UFO, das ist natürlich auch nicht schlecht. Ganz typisch ist das, habe ich vielleicht irgendeinen lustigen Knopf für ein UFO? Moment, hier unten. Okay, das beißt sich jetzt mit der Musik von dem Spiel, aber egal. Das war es mir jetzt wert. So, der Alien verschwindet auch. Nee, der bleibt da liegen. Dann machen wir doch mal ein New Game. Und man sieht auch hier schon, das ist nur zur Hälfte übersetzt worden. Ich kann hier noch irgendwie vielleicht ein Tutorial machen oder so. Tykon-Mode. Easy. Aha. Das, habe ich jetzt gar nicht irgendwie gerade kapiert. Dieser Park ist im Herzen von Tornado Valley. Du musst 15.000 Dollar einnehmen, bevor die Sturmsaison anfängt in 45 Wochen. So, ich habe die Pfeiltasten habe ich hier. Und ich bekomme was gesagt und bekomme jetzt hier so eine trashige Landschaft zur Verfügung. Also es ist so eine quadratische Karte hier. Und hier komme ich aus dem Bildschirm raus. Genau, wenn ich mit der Maus nach rechts gehe, komme ich auf einen anderen Bildschirm. Das ist nicht so gut. Ich kann da rein und raus zoomen. Hier haben wir eine Straße mit formidablen Autos. Und ich hatte letztens mal einfach angefangen, indem ich hier einen Trailer hingesetzt habe. So. Und ich habe überhaupt gar nicht kapiert, was das hier soll mit... mit den ganzen komischen Zahlen und alles hier und überhaupt, ja, keine Ahnung. Jetzt könnte man hier zum Beispiel einen Swap-Shop hinmachen. Keine Ahnung, was das ist, aber so, hier könnte man dann ein Fast Denny's machen. Da kann man dann, können die Leute dann hier was zu essen und was zu trinken kaufen. Und hier kann man Ornaments auf die Grundstücke setzen. Da weiß ich auch nicht, was das genau soll. Plastikwasser voll. Können wir mal hier reinsetzen. Da schwimmt dann so eine super animierte viereckige Schlange schwimmt da drin rum. Das ist total gut. Ja. Guck gerade hier rechts, ob was ich hier überhaupt alles so für Knöpfe habe. Ich habe mir so ein paar Favoriten mal gemacht, damit ich nicht die ganze Liste hier immer habe. Gut. Jetzt haben wir hier auf jeden Fall einen Gast, glaube ich, schon mal. Und da kann ich die Miete jetzt auch erhöhen auf 16.
dann kriegen wir mehr Einkommen, glaube ich. Trailers. Dann setze ich immer einen zweiten hin. Also ich habe wirklich überhaupt gar keine Ahnung. Ich habe letztes Mal einfach nur geklickt und ein bisschen rumprobiert und so. Und an sich eigentlich nichts gemacht, nichts Dolles. So. Ich setze jetzt einfach hier die ganze Zeit nur wild irgendwas hin. Keine Sorge, ich verstehe genauso wenig wie ihr. Da kommt auf jeden Fall hier gerade der Hippie-Bus Nummer 1 vorbei. So, und da kommt ein absoluter Geschäftsmann raus. Das war zu erwarten. Wer soll auch sonst in so einem Bus sitzen? Wenn nicht ein Typ mit Krawatte. Die fahren ja immer so Hippie-Busse. Aber hier haben wir einen Basic-Camper. Ein Basic-Camper. Ja, und da können wir jetzt auch noch Ornaments drauf tun. Und zum Beispiel ein Klo. Und ein paar Bäume. Ich habe jetzt überhaupt gar keine Ahnung, wofür das da ist. Aber da kommt auch schon der nächste Kunde. Der Kunde ist König. So, hier machen wir auch mal die Miete höher. Der sieht ja aus, als hätte der Geld hier vorne. So, und den hier auch. Nehme ich überhaupt auf? 6 Minuten 36. Ja, könnt hinhauen. Ja, ich muss mal sagen, ich weiß nicht, wie lange so ein Let's Test bei mir wird. Eine Stunde, wie das bekannt ist von anderen, werde ich wahrscheinlich nicht machen. Abgesehen davon, dass ich nur 80 GB gerade auf meiner Aufnahmefestplatte Platz habe. Das heißt, ich werde eine Dreiviertelstunde maximal aufnehmen können, was mir bei diesem Spiel hier wahrscheinlich sehr schwer fallen wird, danach Schluss zu machen, weil man merkt schon, das macht riesig Spaß hier. Das ist einfach klasse. Ich bin hin und weg. Gut, dann setze ich mal hier den nächsten hin und Blutteptent. Setz das mal dahin. Da führt dann hier ein Kabel ins Nirgendwo, das ist ganz gut. Aber da kann man sich schon mal zumindest drunter legen. Wooden Gameboard, genau. Das ist auch super. Also mit... Huch. Sheepherds Drinking Games. What Eve should know. Voting is a four-letter word. Plus trailer times. Bikini tops and 11-year-olds. Is your son dressing normally? So, so. Aha. Gut. Das, wusste ich jetzt nicht, was das sein sollte, aber egal. So, hier haben wir den, der will... Hier stehen, glaube ich, so Geschichten zu den Leuten. Also, Prematurelli, weiß ich nicht, was das heißt, aber irgendwann ist er geboren, wenn die Mutter irgendwas hat. Ja. Das ist gut zu wissen, dass der geboren wurde. Das ist nicht jeder von uns, das ist, muss man sich mal klar machen, ne? So, der hatte aber so eine Videokassette auf dem Kopf, also habe ich jetzt hier mal so ein Theater hingesetzt. Ich hoffe, dass genau das befriedigt hier die Kassette und das Bier. Und das hier befriedigt Brötchen und Bier und das hier befriedigt shoppen gehen. Gut. So. Ich weiß jetzt nicht, machen wir jetzt gerade Plus oder Minus? Also... Das hier ändert sich ja nicht. Ich glaube, Now Residents will pay 62. Now New Residents. Ach so, New. Ja. New Residents want at least like flashy and 3 old school. Okay, ich weiß nicht, was die Werte bedeuten, aber wir schlagen uns jetzt erstmal ein paar Minuten einfach mal hier rum. So, das ist ja hier schon mal ein größeres Haus. Ach, das ist so ein Waggon, der auf so einen Schienen steht. Das ist natürlich. Das ist ja schon wieder kultig. Das ist ja schon gar nicht mehr richtig trashy, sondern schon derbe Kult. Okay, was kriegen die denn sonst noch so? Chicken. Hühnchen. So, der kriegt ein paar Hühner. Der kriegt ein Plastikhaus. Eine Baugrube kriegt der. Also man sieht, man kann sich hier schon ziemlich austoben in dem Spiel. Ich weiß nicht, was das für Konsequenzen hat, aber ja. Ich gehe einfach mal drauf ein. Es läuft auch keine Musik im Hintergrund, fällt mir gerade ein. Das ist auch noch so ein Feature, keine Ahnung. Population 5 von 6, Total Park Trashy Flashy, Total Park Cool Old School. So, so. To go to Ground Level Camera View. Ach, cool. Da kann man dann auch hier so bei den Leuten einfach mit dabei sein. Was hat die denn? Die hat, ach, die ist wunschlos glücklich. Guck mal. Die hat ein Gesicht hier wie 3 Tage Regenwetter.
Also ganz grün. So, 16. Der hat 50. Da verlangen wir doch direkt mal 100. Um auch ein bisschen Gewinn zu machen. Sonst lohnt sich das ja gar nicht. So, Current Charge können wir mal für 30 verkaufen. Hier können wir auch mal für 30 hochgehen. So. Was hat der hier? Machen wir denn hier mal ein paar Leute? War da gerade ein Polizeiauto? Ist ein Polizeiauto? Ja, keine Ahnung. Ist weggefahren. So. Hier sind Hühnchen unterwegs. Die sehen auch sehr animiert aus. Sehr gut. So, was hat die denn? Die hat wunschlos glücklich. Die geht jetzt wahrscheinlich einen Film schauen, weil sie einen Filmkassette auf dem Kopf hat. Kopf hat. Achso, das hier. Ich komme mit der Nase gegen den Popschutz und dann raschelt der Mikrofon. Sekunde, ich mache den mal gerade ein Stückchen weiter nach hinten. Beziehungsweise ich mache das Mikrofon einfach nach hinten, das ist einfacher. So, was habe ich denn hier noch so? So, den habe ich noch. Hätte mich mal ein bisschen besser mit befassen sollen. Naja. Ich will ja jetzt auch nicht alle 2 Minuten sowas bringen, aber so ab und zu wäre ja schon lustig. Kann ich eigentlich mit WASD nehmen? Mit WASD kann ich nicht. Das heißt, ich muss die Hand die ganze Zeit so verkrüppelt halten. So, die geht hier jetzt gerade ihren Film angucken. So, jetzt frage ich mich allerdings, ob wir Plus machen oder Minus. Kann ich hier irgendwie meine Finanzen ansehen? Hallo? Finanzen? Ah, Money. Totalparkgewicht ist geht nach oben und Total Player Cash geht nach unten. Das ist nicht so gut, glaube ich. Aha, das sagt mir jetzt nichts, aber Game Options. Nee. Ja, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie das überhaupt hier funktioniert alles. Kein Plan. So, der hier hat, also es ist ein bisschen wie Sims. Man guckt immer auf die Leute, der will Basketball spielen zum Beispiel. Dann gucken wir doch mal, was gibt es denn zum Basketball spielen? Hier, der tut Basketball befriedigen, das heißt, den setze ich mal hier vorne hin. So. Shooting Galerie. Da kann man ein bisschen auf Dosen schießen, das ist ganz gut. Die hier geht jetzt Basketball spielen, also auf Dosen schießen. Er geht jetzt auch auf Dosen schießen, das ist doch mal cool. Kann man damit auch Geld verdienen? Ja, damit kann man super Geld verdienen. Dann mache ich das so direkt mal ein bisschen höher. Und er? Zack. So. Jetzt sind wir aber hier immer nur noch bei 699 und ich glaube, wir müssen langsam mal ins Plus kommen. Vielleicht habe ich jetzt auch die Preise schon zu hoch gemacht. Mache ich mal wieder runter auf 25. So. Und setze dafür dann hier noch so einen Trailer hin. Oder erstmal den hier noch so. Ups. War ich gerade aus dem Bildschirm raus. So. Jetzt habe ich kein Geld mehr für gar nichts. Aber vielleicht bringt der uns ja jetzt genug Geld. So. One old school and one flashy. Ich weiß gar nicht, was das alles bedeutet. Old school kann ich mir noch was denken, aber flashy, keine Ahnung. So. Old school. Old school. Da kommt schon der erste Biker. Ich glaube, da gibt es ja nachher extra auch noch so eine Bikerhütte für die ganzen Biker. So, der steckt jetzt hier an einem Hühnchen fest. Achso, da ist er weitergefahren. Das ist sehr gut. Das ist auch nett, dass der wartet. Das ist ein ganz netter Biker. Oder wird er noch lange warten? So, jetzt geht es ja auch schon ab bei unserem kleinen Hof hier. Beziehungsweise eigentlich nicht, weil wir immer noch immer weniger Geld haben. So, der wird jetzt hoffentlich ein bisschen Geld hier ausgeben. Das wäre ganz gut.
Also man merkt schon, das ist an sich nicht so das unterhaltende Spiel. Das ist jetzt, hat jetzt nicht so einen hohen Abenteuerfaktor, jetzt nicht so den Mega-Action-Unterhaltungswert. Da kann man auch auf andere Spiele zurückgreifen. Obwohl das hier natürlich eine super Alternative ist, zum Beispiel zu Expendables oder wenn das neue Crysis 3, wenn das bei euch nicht auf dem Rechner läuft, dann könnt ihr auch sowas hier spielen. Das ist einfach ersetzt natürlich nicht ganz, aber kommt schon nah dran. Also, das ist schon, in die Richtung geht das schon ganz gut hier. Ja. Was hat die hier? Die ist wunschlos glücklich. Er hier hat Kassette im Kopf. Die hat auch nichts im Kopf. Und sie hat einfach nur Essen im Kopf. Oder ist das ein Typ? Ne, das ist eine sie. Das gibt sie sehr gut zu erkennen. So, Hühner haben wir hier auch ein paar, aber die kann man nicht anklicken. Der hier ist der Moped-Fahrer, der hat hier sein Moped. Da. Was macht der jetzt? Enjoys reporting spelling mistakes on the internet to self. So. Gut, dass wir das wissen. So, da geht die Schießerei los. Hier haben wir noch einen mit... Ach so, ich glaube... Also jetzt hier so, mir ist gerade was klar geworden, und zwar in Deutschland ist es ja eher so, oder hier so in Europa, sind Campingplätze ja eher dafür da, um um da zu campen, ne? Was die halt auch so aussagen. So ein Campingplatz, da fährt man dann hin, dann stellt man da sein Wohnmobil drauf, geht dann ab und zu mal an den Strand, kommt dann wieder und nach einer Woche oder so fährt man wieder nach Hause und nimmt den ganzen Kram mit. Und da wir hier aber, glaube ich, in Amerika spielen, was sehr wahrscheinlich ist, weil alles hier amerikanisch ist, müssen wir hier, glaube ich, die Leute wohnen lassen und die dann quasi zufriedenstellen. Also die Grundstücke so einrichten, wie die Leute das wollen. Ist mir jetzt gerade mal klar geworden. Habe ich jetzt vorher noch gar nicht drüber nachgedacht. So, weil der will nämlich 7 Oldschool und 5 Flashy und der ist 1-1. Das heißt, wir tun jetzt mal was, suchen, was 6 Oldschool ist. Und was wollt ihr denn noch? Entschuldigung. Und 4, okay, 6 und 4, beziehungsweise 4 und 6. Was ist das? 5, 0, 5, 3, 5, 3, 3, 5. Der Weihnachtsbaum, der würde doch nah dran kommen. Tralalala, warte mal, das mache ich mal gerade mit dem Plastikbaum. Zack. Jetzt hat der nämlich hier... Ach, jetzt will der was anderes. Jetzt will der 10 und 8. Weil der jetzt 4 und 6 ist. Okay. Dann verlangt ich aber auch ein bisschen mehr Miete. So, der will... Ups. Hamster Hero. Brave Hamsters pulls family from burning trailer to safety. The internet, not your swimsuit lining. Lottery winner refuses to give up trailer life. So. Das sind wieder hier die neuesten Tagesblätter, die neuesten Informationen. Die interessiert mich einfach total. So, die hat, sells body organs on the internet. Ah ja. Aber die ist nicht wirklich glücklich. Wo wohnt die denn? Kann die mir das mal sagen? Kann die mir das sagen, wo die wohnt? Michelle Copper. Steht auch nicht drauf, wer da drin wohnt. Also auf jeden Fall habe ich jetzt gemerkt, da steht hier mal, was die wollen und was der ist. Der hier zum Beispiel will viel mehr Oldschool, dafür viel weniger... Nee, Quatsch, der will viel mehr Flashy und viel weniger Oldschool. Vielleicht können wir irgendwas draufstellen, was nur Flashy ist. Das hier ist zum Beispiel nur Flashy. So. Jetzt ist er 6 Flashy und er wollte 12. Okay. Gut, man kann ja nicht alles haben. Aber wir haben nur 80 und jetzt haben wir wieder 104. Das geht ja schon sehr gut hier gerade. Bin beeindruckt. So, was möchte der denn? Der möchte...
8 Oldschool, 6 Flashy und es ist aber nicht. Das heißt, ich mache jetzt mal zum ersten Mal im Spiel benutze ich diese Abrissfunktion. Destroy this. Yep. Destroy this. Yep. So. Und der wollte 6 Flashy und 8 Oldschool. Okay. 6 Flashy und 8 Oldschool. Jetzt kommen jetzt hier die Geräusche. So, haben wir hier denn irgendwas, was 6 Flashy und 8 Oldschool ist? Das ist 6 Flashy. Kostet aber 80 Dollar. Gut. 6 Flashy, so. Und 8 Oldschool. Haben wir irgendwas, was 8 Oldschool ist? 3. 4. Mal ganz an Anfang. 3, 5, 10. 5, 0, 2, 4, 0, 3, 0, 0, 0, 4, 5, 4, 4, 6, 0, 0, 4, 4, tralala, da gibt es noch nicht mehr. Okay, dann tue ich jetzt einfach mal die hier, wenn wir jetzt gleich wieder Geld haben, die hinsetzen. Wenn wir wieder Geld haben, wenn wir wieder Geld haben. So, jetzt kann die Musik eigentlich aufhören. Gut, wieder mal diese Knöpfe hier genutzt. Ich glaube, in Minecraft hat das ein bisschen mehr Sinn. Hier ist das jetzt eher so. Weißt du, in Minecraft kann ich dann mal, wenn ich dann hier so einen Creeper habe oder so, dann kann ich dann hingehen und machen. Oder so, oder wenn ich, da habe ich jetzt aus Versehen drauf gedrückt. Oder wenn ich dann irgendeinen Witz mache oder so, weißt du? Treffen sich zwei Jäger im Wald? Ja, so. Ne, das war jetzt so eigentlich der Sinn, der Hintergedanke von diesen Buttons, aber ja, mal schauen. So, Trailers. So, haben wir denn hier noch not enough money, tralala. Gut, dann können wir uns jetzt gerade noch keine leisten. Ist auch gleich schon, 20 Minuten ist gleich schon, ey. Glaube ich echt nicht. Man so lange mit so einem Spiel verbringen kann. Ich glaube, ich habe da eine Viertelstunde dran gesessen und ich hab mir sind fast die Augen ausgeblutet. Weil die Grafik ist einfach. Da kannst du nicht mal einen Arsch abwischen mit der Grafik und die Story ist auch nicht so umwerfend, kann ich nur berichten. Okay, der will 16-16, der ist 6-6, das heißt, das reißen wir auch mal gerade ab. Bam, bam, bam. Haben wir jetzt noch nicht mehr genug Geld, um was abzureißen? Okay, der will 16. 16 Flashy, 16 Oldschool. Na, 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 na. Der ist zumindest 10 Oldschool. Die ganzen schweren Geschütze, die haben wir alle noch gar nicht. Na gut. Ich weiß echt nicht, wie wir hier, also. Ich werde auch garantiert nicht in der zweiten Aufnahme oder sowas machen, weil davon wird es keine zweite Aufnahme geben. Das verspreche ich hoch und heilig. Aber. So. Dann. Der ist 15-12 und der will 12-8. Das kommt ja schon mal ganz in die Richtung. Ich weiß jetzt nicht, wenn ich das Spiel jetzt einfach so laufen lassen würde, ob wir dann Gewinn machen oder Verlust. Weil es wird immer was abgezogen, dann kommt immer wieder was Neues dazu, dann wird wieder abgezogen, dann kommt wieder was Neues dazu. Ja,
Ja, ich suche gerade wieder Musik, sorry. Also, so einen Knopf suche ich hier gerade, wo ich mal draufdrücken kann. Wo ist denn die? Da, ist die Benny Hill Theme. Lass ich mal gerade laufen. Das wäre natürlich jetzt... Ach so, genau, ich habe hier einen Vorspülknopf. Dann passt das doch sogar. Okay, die gehen jetzt gar nicht so lang. Dann mache ich mal gerade so. Und nochmal. Okay, das ist irgendwie witzlos. Ich höre mal auf damit. Das ist, ja. Das ist witzlos und, so. Level 8,8, das ist 5,5. Vielleicht haben wir was, was 3,3 ist. Glaube ich zwar nicht, aber 3,5. Na, kommt schon in die Richtung. 2,2,4,4. Das ist aber auch anderes. Das ist trashy und nicht flashy. Okay, 3,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 
2 Oldschool, 2 Flashy, 2 Oldschool, 2 Flashy. 2 Oldschool, 2 Flashy, 2 Oldschool, 2 Flashy. 2 Oldschool, 2 Flashy, 2 Oldschool, 2 Flashy, 2 Oldschool. Ach, guck mal da. Ne, das ist 2. Das ist 2 Trashy, okay. Dann können wir einmal das machen und dann können wir was suchen, was 4 hat. 4 Flashy. Was jetzt wahrscheinlich dann noch schwieriger zu finden sein wird. Moment. Irgendwo muss es doch hier was Flashy geben. Komm. Da ist was mit 2, 6, 6, 4. Oh, jetzt habe ich nicht drauf geguckt, was das für Dings hat, aber egal. Okay, naja. Passt so fast. So, hier haben wir den guten Gerd, der möchte Videokassetten gucken. Dann gucke ich mal gerade nach Videokassetten. Moment. Das macht das Gerät hier. Zack. So. Und was macht das hier? Whisky Wills. Gut. Was will denn Whisky? Den setze ich mal hier hin. Und hier ist Inferno Fireworks. Und Vulturwix. Das habe ich nicht gesagt. Das stand da so. Den setze ich mal da hinten. So. Gut. Was wollte der denn hier? Der will 02. Und der ist 2-0. Das heißt, wir müssen etwas finden, was 2 Flashy ist. Da hatten wir doch hier, Moment. Hatten wir doch vorhin was 2 Flashy ist. Hatten wir doch 4-4-0. Moment. Das hatten wir alles gerade schon da. Ein Klohäuschen. Und was will er sonst noch? 2 Oldschool, okay. 2 Oldschool, 2 Oldschool, 2 Oldschool. Ich mal ganz an Anfang. Mensch, ist das viel. 2 Oldschool, 2 Oldschool. 2 Oldschool. Oh, 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 oh. 2 Oldschool, 2, 5. 2, 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
Und 4 Oldschool. 2 Trashy und 4 Oldschool. Da sind wir jetzt bei den, die Trashy sind. 2 Trashy und 4 Oldschool. 2 Trashy. Und 4 Oldschool. 2 Trashy. Und 4 Oldschool. Da haben wir was, was 2 und 2 ist. 2 Trashy. Und 4 Oldschool. 2 Trashy. Und 4 Oldschool. Dann nehmen wir mal das Zelt, so. Und der will jetzt noch 2 Oldschool dabei haben. Haben wir hier was, irgendwas, was 2 Oldschool hat. Ich hasse das, auf alles nochmal drauf zu klicken. Ach, der will hier was einkaufen. Moment, ich mach mal gerade hier einen Einkaufsladen hin. So. Wo haben wir denn hier einen Platz? Wo haben wir hier einen Platz? Da haben wir einen Platz. Zack. So, der wollte noch 2 Oldschool haben. Dann soll er das auch bekommen. Alter, mir wird gleich schlecht von dem ganzen Klicken. Boah, mir wird gleich wirklich schlecht. Ich guck die ganze Zeit hier nur in die eine Ecke. Heftig. Heftig, heftig, heftig. 5, 4, 2. Zack, zack, zack. Oh Mann. Dann nehme ich jetzt einfach das. Zack. Dann ist er halt 3. So. Ach, jetzt will er 6. Na dann. Ich verstehe dieses Spiel nicht. Gut, jetzt reicht es auch, glaube ich, mal anzuzeigen, was das für ein Spiel ist. Ihr habt gesehen, das ist unglaublich unterhaltsam. Es ist eine absolute Kaufempfehlung. Ist wahrscheinlich gerade noch in den Top-Charts der meistgespielten Spiele Deutschlands. Noch über dem Landwirtschaftssimulator wahrscheinlich. Ja, das war jetzt mein erstes Let's Test. Ich hoffe, es war soweit in Ordnung. Ich verabschiede mich dann mal. Jetzt ist auch mein Handybildschirm ausgegangen, das heißt, ich hatte 10 Minuten lang keine Knöpfe hier an. Und deswegen sage ich jetzt mal Tschüss. Ja, ich sage jetzt Tschüss. Und bis zum nächsten Mal beim nächsten Video, was ihr euch alles von mir anguckt. Und deswegen würde ich mal sagen, bis dann. Ciao.